Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Zero. Ich bin natürlich auf Nerd and Way of Life und das ist Folge Nummer 2 von genau diesem Spiel, was ich eben gesagt habe. Wir gehen jetzt hier mal die Treppe hoch, um zu gucken, was da oben so geht. Und ich hatte euch in der letzten Folge versprochen, dass jetzt eine Eigenheit dieses Spieles gleich zum Vorschein kommt. Und ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, ob das jetzt direkt gleich kommt, aber ich glaube schon. Erstmal kommt eine Cutscene. Endlich. Die sehen echt nicht mehr so gut aus. Excuse me, sir. Sir. Da muss ich ganz kurz mal auf Pause drücken. Ich hatte mein Mikrofon runtergedreht, jetzt habe ich den Regler nicht gefunden. So, zurück. Weiter geht's. Den kann man nicht besiegen, also hau ich ab. Glaube ich zumindest, dass man den. Das verspricht so großartig dumm zu werden. Ich hab richtig Bock. Are you okay? Nein, ich meine ja. Who is that guy? Who's that guy? Who's controlling the train? That guy? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? So. Das ist die Besonderheit, der Figurenwechsel. Wir können zwischen Steuerung und beiden Hauptfiguren, bla 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 bla. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten. Das muss ich mir, glaube ich, ja. Jetzt geschehen Figur ist Partnerfigur. Das geht nämlich auch. Ich weiß gar nicht, ob das im Gamecube-Teil auch geht. Keine Ahnung. Durch die Auswahl der Partner. Solo. Beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team, der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff. Der Partner greift automatisch an, inaktiv. Der Partner greift nicht an. Mit dem Touchpad wechseln sie zwischen Solo- und Teamverhalten. Figuren wechseln. Drücken Sie auf den Statusbildschirm Dreieck, um zwischen den Figuren zu wechseln. Das ist irgendwie merkwürdig, wegen dem, das, da kommen wir gleich zu. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in bestimmte Situationen voranzukommen. Objekte austauschen. Ist eine Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl austauschen. Figurenmerkmale. Jetzt wird es ziemlich interessant. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann Kräuter mischen. Schwache Verteidigung. Kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Das kennen wir, wenn wir Resident Evil 1 kennen, wissen wir das schon von ihr. Also das mit den Chemikalien. Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen, kampfstark, kann große Objekte schieben. Das muss ich mir merken, das werde ich irgendwann sowieso vergessen. Ich werde für irgendeinen beschissenen Rätsel rumstehen und denken, was will ich machen? Angriff auf die Partnerfigur. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figur stets im Auge behalten.
Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben. Zusammenarbeiten mit einem Partner. Einige Rätsel können von einer Figur allein gelöst werden. Ach, können nicht von einer Figur allein. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ihr Partner helfen kann. Alright. Genau, das ist die Besonderheit an diesem Spiel. Ich kann, oh Gott, das wird richtig umständlich. Ich kann jetzt mit dem rechten Stick, kann ich Billy steuern. Aber weil ich Rebecca mit dem Steuerkreuz steuere, wird das echt ein Hirnfuck. Oder ich lasse ihn halt von allein laufen. Das geht natürlich auch, dann rennt er mir hinterher. Ich weiß nicht, wie das mit dem Angreifen funktioniert, weil, wie gesagt, also, was heißt wie gesagt? Also bis hierhin habe ich gespielt, sowohl die GameCube-Fassung als auch diese hier. Mehr weiß ich nicht, ab jetzt wird es 100% blind. Was mir eben noch eingefallen ist, als ich die Cutscene gesehen habe, sieht aus wie eine automatische Tür, die lässt sich nicht öffnen. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich das bemerkenswert finde, dass dieses Spiel ja als ungekürzt in Deutschland rausgekommen ist und als USK 16, USK 16? FSK 16? Keine Ahnung. Als 16er Titel rausgekommen ist. Und das ist insofern interessant, dass die Resident Evil Teile eigentlich fast alle gekürzt wurden, wenn nicht sogar direkt indiziert. Also es gibt wohl ein paar Teile, die sogar indiziert wurden. Da ist eine Leiter, sie scheint aufs Dach zu führen. Leiter hochklettern? Jo. Habe ich heute gerade erst wieder gelesen, dass vor allem zum Beispiel Code Veronica X auch jetzt für die PS4 kommt. Und das wurde wohl damals indiziert in Deutschland. Insofern finde ich das halt interessant, dass dieses Spiel hier ungekürzt als ab 16 rausgekommen ist. Naja. Oh, da ist was kaputt. Kann ich da hingehen? Die Stromkabel wurden herausgezogen. Gezogen ist gut. Ja, wenn das geht. Wie, jetzt hält sie die so. So, jetzt kann ich mich einfach zu Billy wechseln. Ist ganz geil. Genau, das meinte ich mit Statusbildschirm. Unter Statusbildschirm würde ich das hier verstehen. Aber nö, es geht einfach ganz normal um diesen Bildschirm hier. Hätte ich das jetzt mit ihm auch machen können? Keine Ahnung. Kann ich jetzt mit ihm da rein? Nee. Von hier kommen sie da nicht rein. Nee, Billy kommt da nicht rein. Falscher Kram. Na gut, dann wechseln wir mal wieder zurück. Ich finde auch ganz gut, wie das tatsächlich so einigermaßen nahtlos funktioniert. Ich frage mich, ob das auf dem GameCube genauso gut lief. Ich muss es vielleicht einfach mal ausprobieren. Hier noch ein lecker Kräuterchen. Vielleicht sollte ich überhaupt mal eins nehmen. Warnung ist jetzt ja nicht so das Beste. Achso, eine Eigenheit. Oh, okay. Eine Eigenheit von diesem Spiel werden wir auch noch zu sehen bekommen. Zu spüren bekommen vor allem. Huh. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade keins, oder? Ich pack die Ink Ribbons mal rein. Fährt das dann direkt runter? Ja. Es gibt keine Inventarkisten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man muss Items. Zugschlüssel, nice. Man muss Items tatsächlich mitnehmen, beziehungsweise man kann sie auch ablegen. Kann man sie ablegen? Wir können es mal ausprobieren. Ich meine, man kann sie ablegen. Ablegen. So. Genau, dann liegt das nämlich da. Das heißt, man muss sich im Grunde einen zentralen Raum suchen, in dem man seine Sachen ablegen will. Finde ich ein bisschen. Also, ich glaube, das ist der Grund, warum. Steckt etwas im Schlüsselloch. Und darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnte sich. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum viele Fans genervt sind von diesem Spiel. Das ist ein Schuss. Ja. Okay, ich gehe mal. Ist aber auch lang.
kannst du nicht rennen. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Achso, Scheiße. Ja, bitte. Das heißt, im Grunde hätte ich ihn ja auch da stehen lassen können, ne? Aber das wusste ich ja nicht. Das wusste ich halt nicht. Wo ist denn das jetzt? Hier, oder was? Nee. Oh, ja, das geht ja schon gut los. Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Mit einem scharfen Objekt. Nee, ja. Oh weia, jetzt geht das schon echt los. Oh Gott. Mit dem Aufzug? Die Tür ist jetzt ja offen. Auf der Theke. Hab ich da gerade was gehört? Irgendein Werkzeug. Das ist halt beschlossen. Okay, also ich glaube, dass ich hier... Oh Gott. Da, genau, da ist der Aufzug. Nice, okay, gut. Jetzt habe ich da die Ink-Ribbons drin, aber ist egal. Oh, nimm mal mit. Und dann lege ich hier das Messer rein. Mal gucken, ob das geht. Ach komm. Das Messer ist... Was ist denn das für ein Messer? Ha, okay, gut. Aber ich muss hier irgendwas hochsenden. Nee, brauchst du nicht. Na gut, doch. Das ist schon ein großes Messer. Aber es ist nicht so groß, dass es da jetzt nicht reinpassen wird. Ein riesengroßer Kühlschrank. Das scheint nicht wirklich zu sein. Ja, das habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ha! Wo ist die Map? Da ist die Map. Kann ich ihm... Dreh ich mal wieder um, Mädchen. Ach, jetzt muss ich das scheiß Ding erst wieder rufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja richtig... Oh Mann, das wird... Ja, und zwar den Schlüssel. Der ist klein genug. Aber interessanter Ansatz. Auch interessant, dass sie es danach nie wieder gemacht haben. Ja, bitte das Objekt nehmen. Vielen Dank. Aber das könnte interessante Rätsel geben. Ich meine, das jetzt ist noch nicht wirklich ein Rätsel. Aber ey. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde jetzt versuchen, diese Tür hier oben zu öffnen. Ah, nee, sie ist von der anderen Seite verschlossen, stand da, ne? Ja. Okay, das muss ich mir auch merken. Das bringt also nichts. Gut, aber wir hatten noch, auf der Karte habe ich gerade noch zwei rote Türen gesehen. Da muss ich dann mal hin. Ist da noch irgendein Gegner gewesen? Ich glaube nicht. Piu, piu. So. Ja, Türanimationen. Ich habe sie vermisst, habe ich gesagt. Naja. Wahrscheinlich muss ich dann auch ein bisschen Munition managen, oder? Dass ich quasi mir überlege, mit wem ich hier Munition benutze. Oh, what? Nee, runter.
Ja. Abgestochen. Oh, Munitionssparer, siehst du? Weißt du, wie scheint einer. Stimmt, es gibt ja Trophäen. Oh, weia. Ich habe hier, das ist ja gut die erste. Es wird ein Platin-Run. Walkthrough. Platin-Guide. Wo ist er? Da hinten ist er. Go ein Lump. Oh, ich kann mich bewegen. Was? Nee, ich glaube, mit dem Messer, das hat nicht so viel Sinn. Das ist. Da werde ich nicht lange viel Freude mit haben. Nee. Okay, dafür bin ich dann doch vielleicht nicht gekommen. Aber krass, er ist immer noch im Grün. Das ist natürlich. Okay, jetzt wo er auf dem Boden liegt, hätte ich ihn abstechen können. Er ist auf jeden Fall sehr viel stabiler. Nein, nicht Viereck drücken. Das, wieso macht man denn das Inventar auf Viereck? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Idee? Das ist so eine Idee. Oh nein, der Hund. El Dogo. Ups. Speichern. Habe ich die Ingribbons? Habe ich die mit ihm genommen? Ach, falscher Knopf. Oh Gott. Ja, habe ich. In weiser Voraussicht. Aber ich würde sagen, ich gehe erst den Schlüssel benutzen und dann gehe ich speichern. Die Leiche eines Stars-Offiziers. Er ist von Bissspuren übersät. Er hält etwas fest. Das hätte ich vielleicht mit Rebecca, aber ist egal. Sie haben den Zugschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Jo. Ich finde aber trotzdem schön, dass Sie immer noch mal nachfragen. Sowas macht man heutzutage gar nicht mehr. Oh, hier, Plan. Gott, wie viel hat denn das Ding? Ups, okay. Alright. Karte des Zugs mitgenommen. Danke. Ohrenkräuter. Okay, die lasse ich für. Aha. Sorry. Die lasse ich für Rebecca hier, weil sie kann die ja mischen. Und da liegt wieder was zu lesen. Das ist doch schön. Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihm sicher jemand abgeben. Doch er ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Der Schlüssel ist anders. Ist das eine Karte, oder was? Oder ist der aus. Oh. Go to travel on next world. What? Meint er in der Aktentasche, meint er, ne? Ich dachte jetzt nämlich von dem Anzug. Wieder untersuchen. Scheint verschlossen zu sein. Die zwei Öffnungen sehen aus, als würde ein rundes Objekt hineinpassen. Ja. Okay, also da komme ich doch nicht ran. Da ist ein Schalter. Umlegen, aber immer. Oha. Soll ich da jetzt schon hochgehen? Hatte ich nicht links noch? Wo bin ich? Ich bin da. Die Tür kann ich nicht öffnen, oder was? Wahrscheinlich nicht. Ich habe ja gar keinen Schlüssel mehr dafür. Ja, mach mal. Ich wollte speichern, ne? Naja. What? Tagesmenü. Gebratenes Hühnchen mit Shrimp Carpaccio. Die Party ist vorbei. Das nächste Bild sieht aus wie eine Fortsetzung des ersten. Die Partygäste verabschieden sich.
Oh, Bilderrätsel. Los, Mux, was kommt jetzt? Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich drehe um, gehe speichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle wieder. Und wenn ihr mögt, lasst gerne einen Daumen oben da. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal sage ich, macht's gut und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.